Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir ja das Bad Ending gespielt und gesehen, was passiert, wenn Ludger sich gegen seine Leute wendet. Aka die Hauptcharaktere aus dem ersten Teil. Und verschwindet das irgendwie, wenn ich... Ne, da oben der Nebel verschwindet, egal. Das sieht immer noch sehr verstörend aus. Lasse mich mal gucken. Nein. Ich habe reingerückt, okay, Gott sei Dank. Und ja, ich weiß aber nicht, wie ich den letzten Part, also das Bad Ending, einteilen werde. Und zwar, weiß ich nicht, wenn ich mit dem ganzen Projekt fertig bin, werde ich da wahrscheinlich ganz nach hinten verfrachten, zusammen mit dem Ending, was hier ja noch offen steht. Hat wahrscheinlich irgendwie was mit den Entscheidungen zu tun, die ich treffe hier, oder irgendwas anderes. Und ja. Was machen wir jetzt? Die Hauptstory ist durch. Wir können jetzt noch ein paar Optionalsachen machen. Ich habe mal so geguckt, als ich die Karte geöffnet habe, und ich habe eine Menge Questmarker hier offen. Das heißt, ein paar Sachen kann ich hier noch erledigen. Zum Beispiel Marksburg, so Charaktermissionen. In Marksburg, okay. Triglyph, Spirits, okay. Gehen wir jetzt mal nach Triglyph, weil diese grünen Dinger sind ja so normale Quests einfach, ne? Also gehen wir mal gucken. Außerdem habe ich ja L2. Da war ein Skit. Genau, als ich ja den letzten Boss erledigt habe, habe ich eine Million Geld bekommen. Tun wir mal direkt einzahlen. Yay! Und ich habe wieder was bekommen, geil. So, ich frage mich ja, wenn man den letzten Boss ein paar Mal öfter erledigt, ob man dann immer wieder eine Million Geld bekommt? Das wäre richtig toll. So, ich habe wahrscheinlich ja. Die Dinger sind natürlich immer noch weg, verdammt. Okay, schwieriger kann er ja aber nicht mehr werden. Kann ich irgendwas Neues herstellen? Ich glaube nicht. Naja, ich kann noch die ganzen Waffen im Kolosseum kaufen, die so voll überpowered waren. Aber erstmal als Andenken. Vielleicht wird das uns ja ein neues Quest. Leia, what are you writing? I'm just jotting some notes in my L diary. L diary? I'm keeping track of what happens while Elle's away. So when we see her, we won't have forgotten anything. So it's like a souvenir for Elle? Maybe I should get her something too. A collection of pretty stones, maybe. You'll have to prepare her favorite meal, Luger. Yeah. And you can put on a cloak and golden crown for her, Gaius. A cloak and crown? I'm sure that's how Elle likes to see her kings. What about me? When you get to Kanan, you'll show her what it is you do. That is what you promised her, is it not? Yes. Yes, it is. Was sie so macht, okay. Hab's noch nie probiert. Jetzt kommen die ganzen Skits, oder wie? Hey, Tipo. What do you really think of me? You're a god among men! So handsome, so cool, so stylish. Oh, what? My. How did you do that? Your mouth wasn't moving at all. Oh, it's easy enough. I've been waiting for a chance to do that since forever. If you don't mind. But the handsomest of all is that silver fox Rowan. Wow. Impressive. It was just like he was talking. You honor me. I want to try. Oh, I'm so hungry. Let's eat soon. Mila, that was amazing. Is there anything the Lord of Spirits can't do? It pains me to say it, but I think you have all of us beaten. Really? Thanks. Und Elise einfach nur. I've never tried that before, but it's quite entertaining. I bet with a little bit of practice. That's enough. Stop treating Tipo like a ventriloquist dummy. My body is not your plaything. Plaything, you say? Why, that gives me all sorts of interesting ideas. Oh man. Her eyes are scaring me. Ja, sie wollen einfach nur seinen Körper. Elite Monster, okay. Oh mein, wie viel Geld krieg ich dafür? Mit alles Viecher, die ich schon mal erledigt habe. Weibendstecher. Der Kursauge ist wieder da, Gegenschlag. Windraser Rast wieder. Ich kann jetzt alle nochmal bekämpfen, aber wie, da ist schon wieder Exoplasma. Meine Güte.
Ja, die sind sogar in der gleichen Reihenfolge, oder? Nee, aber egal. Ja, das heißt, die muss ich dann auch irgendwann noch mal kaputt hauen. Super. Na gut, Wyvern, das ist, glaube ich, der Schwächste. Mache ich irgendwann mal. Kann ich irgendwas machen, obwohl ich eigentlich gar kein Geld mehr brauche? Ja, klar, brauche ich Geld, aber ich brauche keine Punkte mehr. Erstmal mit den ganzen Viechern, dann kriege ich noch Dingens her. Wie heißen die Dinger? Ich vergesse das jedes Mal. Was haben wir hier? Code J, Disk 3 mal 1. Okay. Muss ich die abgeben? Keine Ahnung. Nehmen wir einfach. Regenbogenlinse mal 5. Mint, was? Was macht denn die? Was machen die in dem Spiel? Man kann Regenbogenlinsen nach Sheridan liefern. Horn eines Einhorns, Geldfern, hat irgendjemand das Orden eines Einhorns? Ich zahle ein hübsches Sümmchen. Ja. Ne, irgendwie nicht. Regenbogenlinse, habe ich das? Jetzt kann Ludger zu einem Untermitglied gemacht werden. Ah. Also ich kann jetzt ihn mal rausnehmen. Da kommt mir sogar ehrlich gesagt ein bisschen passend, weil ich möchte mal jemand anderen immer steuern. Okay, was brauchte ich nochmal? Regenbogenlinsen, ne? Oh Gott. Ja, frag mich mal, wo das hier ist, ey. Regenbogenlinsen. Hier vielleicht, hier. 28, boah, perfekt. Dann nehmen wir mal Ludger raus, oder? Also nicht. Lass mal ihn erstmal drinnen. So, dann kann ich... Ich sollte vielleicht mal zum Apartment gehen und meine Briefe checken. Um zu gucken, was zum Teufel habe ich denn da bekommen. Und irgendwo war ja noch eine Quest, oder? Also eine grüne. Kann ich auch mal reingucken. So, was habe ich bekommen? Schwebezauber. Luftzauber, okay. Festmal. Frostfeld. Günstiger Moment. Okay. So, Luftzauber ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Wenn das ist, was ich mir vorstellen könnte, was es ist. Zaubersaat, Luftzauber. Du kannst Angriffsarzt in der Luft wirken. Okay, das ist vielleicht doch nicht so schlecht. So, günstige Gelegenheit ist irgendwie, wenn der Zeitfenster hier länger ist, oder? Nach einem Rückwärtsschritt auch, ich mir lieber stopp die Zeit für... Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut, das möchte ich haben. Irgendein Dreierdingen, bitte. Verdammt. Irgendwo. Der kann weg. Ich war immer noch. Irgendwas. War schon ein Punkt oder so. Ja, komm. Er hat genug TP. Zeit anhalten, hallo? Das ist verdammt nützlich. Vor allem, wenn ich das so zufällig aktiviert. So. Wo ist denn jetzt hier irgendwas, was ich erledigen kann? Da, ein Spirits AG. Gehen wir erstmal die Mission ab, weil ich habe irgendwie so geführt, führt in diese Trainingskammer. Und ich weiß nicht. Irgendwie so hat geführt. Irgendwo bist du bestimmt irgendwie so ein. Ja, ne, ich habe doch einen Schlüssel bekommen, glaube ich. Hier, wo ist es? Schattenbänder. Ach, das, ja, genau, das habe ich bekommen. Keine Ahnung, das gibt einem bestimmt irgendwie Zugang da, hier irgendwie so ein Code oder so, den ich da eingeben kann. Ja, ne, den habe ich auch irgendwie noch nie eingeben können und hier muss ich das abgeben, was zum Teufel. Was so? Das ist Mint aus Tales of Phantasia, sagt hallo. Was zum? Was für eine wunderschöne Regenbogenlinse. Nein, 5. Vielen Dank, es muss sehr schwer gewesen sein, sie zu finden. Euer Lächeln ist der Mühe wert, holde Dame. Oh, wie nett von euch. Ist diese Linse ein Geschenk für eine Freundin? Es ist sie, eine Freundin, die eine leidenschaftliche Linsensammlerin ist. Euretwegen wird sie sehr glücklich sein. Wie nett, solche Mühen für eine Freundin auf sich zu nehmen. Ja, Freundschaft. Aber natürlich, Freunde sind schließlich dafür da, einen zu helfen, wenn man in der Klemme steckt, nicht wahr? Also gut, bis zum nächsten Mal. Okay. Unglaublich, wie ruhig und freundlich sie ist. Okay, da habe ich sie richtig gesprochen. Ich könnte mich an sie gewöhnen.
Sie gibt sich vielleicht unschuldig und damhaft, aber man merkt, dass tief in ihren ein Feuer brennt. Hinter ihrem Lächeln verbirgt sich wahre Kraft. Sie ist ein wirklich beeindruckendes junges Fräulein. Nicht viele in ihrem Alter haben einen solchen Mut. Da habt ihr wohl recht. Egal, was andere sagen, um in dieser Welt zu überleben, braucht man ein starkes Rückgrat, ein dickes Fell und sehr viel Mut. Ach, Tepo, du bist aber sehr weich und wabbelig. Besitzt du denn auch nur eine dieser Eigenschaften? In meinem Alter wünsche ich mir, ich hätte etwas von dieser Wabbeligkeit in meinen Gelenken. Nun, dann kommst du eben ein bisschen von dieser Wabbeligkeit ab. Okay, aber irgendwo war noch so ein Ding. Regenbogenlinse mal für Minz-Bestätigung und ich habe noch so ein Ding. Oh, hier. Willst du? Hey, wie ist... Hey, wie ist das hier angekommen? Code J33, ja. Warum standen die auf einmal da? Was soll... Egal, wir können ja erstmal die Mission abgeben von Mint. Sehr gut. Was war nochmal die Belohnung? Ich weiß es gar nicht. Okay. Also ein Gefühl, die wird irgendwie eine größere Bedeutung noch haben eher in dem Spiel. Jetzt hätten die sich, glaube ich, nicht in die Mühe gemacht, extra für die irgendwie so einen Charakter hier zu erstellen. Ich ahne, worauf das hinausläuft. Hat aber im ersten Teil gefehlt, fällt mir gerade so auf. Dort bekomme ich gar nichts. Doch. Femme Fatales, Teil 1. Ja, kommt jetzt für Femme Fatale 2. Geldfan. Ach ja, die. Hornans Einhorns, Finnmond, Hauptplatz, ja. Okay, gehen wir mal nach Finnmond. Ich werde ja wohl hoffentlich nicht das haben. Ich brauche irgendwas, was ich abgeben kann. Liefer das Horn eines Einhorns ab. Welchen Horn eines Einhorns? Habe ich das schon? Glaub nicht, ne. Vom Zorn eines Feuergeistes. Horn eines Einhorns. Okay. Keine Ahnung. Egal. Ich habe immer noch nicht ein Kanzlerbericht geschickt. Egal. Sieht nicht so aus, als brauchten wir irgendwas. Dann gehen wir nach Dingens, nach der Spyros AG und da müssen wir da abgeben, oder? Also den Dingens, den Code. Über diesen einen Typen. Oh, okay. Verdammt. Sehr gut, ihr seid ja alle da. Perfektes Timing. Ist etwas passiert? Wir hörten etwas von einem Vorfall in Drellin. Etwas Seltsames geht in einen der Lagerhäuser dort vor sich. Was kann da schon in ein Lagerhaus vor sich gehen? Lehnen sich die Kakerlaken-Friedenskämpfer etwa gegen ihre Ungeziefermeister auf? Wie geht? Davon bekomme ich sicher Albträume. Ja, Ratten und Kakerlaken, darauf kann ich verzichten. Darum geht es aber nicht. Es heißt, eines der Lagerhäuser wird von einer mysteriösen Kraft abgesperrt. Wenn man versucht, hineinzugehen, wird man von dieser seltsamen Kraft wieder nach draußen teleportiert. Wir möchten, dass ihr euch darum kümmert. Oh. Seid ihr beide krank oder was? Ihr verhaltet euch irgendwie anders als sonst. Nein, es geht uns ziemlich gut. Ludger, das Lagerhaus, um das es geht, gehört unserer Firma. Wir müssen darauf bestehen, dass ihr es untersucht. Es könnte sich hierbei um das Werk mächtiger Geisterarzt handeln. In der Tat, vielleicht findet sich jemand im Lagerhaus und manipuliert die Barriere aus dem Inneren. Wer auch immer dahinter steckt, hat auf diese Gelegenheit gewartet. Okay. Schon ganz so, als müssen wir uns das mal ansehen. Auf nach Drellin. Ja. Weil die beiden sich irgendwie merkwürdig verhalten. Oh. Bei dir muss ich das Ding doch wahrscheinlich abgeben, ne? Gut gemacht. Wir haben jetzt alle Code J-Datendisketten. Ist das in Ordnung, wenn ich sie abspiele? Okay, ich habe irgendwie nicht Ja oder Nein gesagt. Egal. Das ist seltsam. Diese Disketten halten keine Aufnahmen. Es ist eine Sequenz. Es ist ein Entriegelungscode. Wahrscheinlich für irgendeine Tür. Eine Tür, Das bedeutet, das ist der Schlüssel zu Julius Zimmer? Ja, ne? Ich denke schon, ja. Boah. Verdammt. Ich mache Aufnahme-Content neu erkennen. Dann gehen wir mal zu Julius Zimmer, nehme ich an. Für das Apartment. Bams.
ja. Keine Ahnung. Wo wohne ich nochmal im zweiten Geschoss, ne? Wahrscheinlich nicht, aber egal. Ja, ich weiß, Mila. So, da ist unser Mann, ne? Was denn hier? Artwechsel. Fähigkeit zweite Art 4. Zweite Art 5. Was zum... Wie lange ist das schon da? Das sagt mir nicht, dass das irgendwie schon länger da steht. Ist ja auch noch was. So, was zum... was haben wir denn hier alles noch? Zweite Arzt 4, ey. Hat die Angriffstaste gedrückt, wenn du mit zwei Klingen angreifst, um einen neuen Angriff auszuführen. Schneller Schlag oder fallender Schnee. Hat die Angriffstaste gedrückt, wenn du mit zwei Klingen angreifst, um einen neuen Angriff auszuführen. Dämonenzahn. Aber habe ich doch schon. Tigerklinge. Oh, egal. So, dann gehen wir mal in Julius Zimmer und gucken, was da los ist. Der Verschätze hinterlassen hat, hoffentlich. Oh, zwei Klingen. Ein Brief. Ich habe das Gefühl, wenn jemand diesen Brief findet, dann bist du es wohl, Ludger, habe ich recht. Wenn dem so ist, dann gehe ich davon aus, dass du auch alle meine Aufnahmen gefunden hast. Ich werde nicht versuchen, mich zu rechtfertigen. Alles, was auf diesen Disketten zu hören war, entspricht die Wahrheit. Ich hatte geahnt, dass du diesen Brief finden wirst. Er hatte geahnt, okay. Ludger, ich weiß, dass du immer zu mir aufgeschaut hast, wie zu einem älteren Bruder, aber dazu tauge ich nicht. Ich habe dich benutzt, um meine Kraft zu steigern, aber habe es nie geschafft, den vollen Komat zu aktivieren. Es ist mir nicht einmal gelungen, die Wegweiser nach Canyon zu finden, ganz zu schweigen vom Schlüssel von Kresnik. Ich habe versagt, Ludger. Ich habe alle enttäuscht. Manchmal habe ich überlegt, wie viel einfacher es wäre, wenn ich mich einfach in einen Streukatalysator verwandeln würde. Um mich von solchen Gedanken abzulenken, ging ich auf einen furchtbaren Streifzug. Redo und ich machten einen Wettstreit daraus, wer mehr Dimensionen zerstören kann. Manchmal habe ich ganze Städte niedergemacht, um mir die Mühe zu ersparen, den Streukatalysator zu finden. Ich hätte nie gedacht, dass Julius zu so etwas fähig wäre. Aber du hast mich gerettet, Bruder. Erinnerst du dich, als du 7 Jahre alt warst und diesen Tomatennudeln gekocht hast? Es war das erste, was du jemals gekocht hast. Du warst erst 7, aber du hast gesagt, wie mager ich geworden war und hast dir Sorgen um mich gemacht, also kochtest du mir ein Abendessen. Da sah ich die Verbrennung an deinen Händen und mir wurde schlagartig etwas klar. Ich beschloss es mir zur Lebensaufgabe zu machen, dich zu beschützen. Ich wollte nicht, dass du hineingerätst in das, was auch immer mit den Clan geschehen würde. Ich setze alles daran, dass dir das zu ersparen. Aber auch darin habe ich versagt. Ich hoffe, du wirst deinen selbstsüchtigen Bruder eines Tages verzeihen können. Ich habe versucht, es bei dir richtig zu machen. Aber sich lang und breit darüber auszulassen, ändert die Dinge wohl nicht. Du sollst nur wissen, dass ich an dich glaube, kleiner Bruder. Ludger, ich glaube daran, dass du die richtige Zukunft wählen wirst. Julius. Ach, Julius. Okay. So, Julius Brille. Hier schweigt er ins Auge genommen, oder was? Pastorzwillings. Ungeschmiedet. Okay. Festmahl, natürlich. Katzenspielzeug. Gummifischlis. Perfekt. Na gut. Dann kann ich auch noch prüfen. Seltene Stiefel. Hatte ich die schon? Weiß ich nicht. Castor-Zwillinge und Castor-Zwillinge ungeschmiedet. Die Dauer der Grenze. Wow, das ist ja richtig gut. Ich eigentlich schon bessere Waffen, außer diese Dingens hier. Aber die kann ich ja nicht, ja, versiegte Unschuld kann ich ja nicht benutzen, die Dinger. So. Julius Vermächtnis sozusagen an uns. Das sind immer nur die Bilder. Sind die eigentlich auch auf den Straßen und so gewesen? Ich habe da ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Aber im ersten Teil ja auch so, dass die ganzen Bilder von Jude und Mila da rumlagen. Also rumlagen an den Wänden. So. Mal auch abgeben. Ärger bei der Talionklopf. Wie oft musste ich da schon irgendwie was erledigen, ne? Ganz ehrlich.
So, gehen wir mal einfach irgendein Zeugs ab. Für Geld, Ruhm und Ehre. Wie viel kriege ich jetzt dafür? Guckt euch das an. Das Geld. Das wäre so 0815 Dinger. Was ist das denn? Visionäre Dunkelheit. Okay. Ich glaube, ich weiß schon, was optional Dingen ist, ey. Wow. Sieht ja richtig menacing aus und das kenne ich irgendwie gar nicht. Er ist noch schwarz, weil wir halt noch nicht gesehen haben, ne? Muss ich denn noch machen? Triumph über das Böse. Ja, die kann ich hier, weiß ich nicht, ganz schnell gleich mal erledigen. So, dann können wir wieder etwas Geld reinballern. Jawohl. Boah. Wir werden auch bald unser ganzes Geld abbezahlt haben. Freundschaftstrank, den können wir jemanden reinballern. Wer ist denn kurz davor? Gar keiner. Ah. Elvin hat dem wenigsten. Ich gebe da mal Jude. Ich habe mit dem letzten Auge gemacht, ne? Verdammt. Jude, trinkt das. Wer stärker denn je. Bringt ja auch was, wenn das ganz voll ist, ne? So, dann speichere ich mal hier irgendwo an meinen Standardplatz. Und weiß ich nicht, was wir in der nächsten Folge machen. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal kurz offscreen diese Viecher hier erledigen, mich das ganz schnell abgeben kann. Und dann tun wir weiß ich nicht, Charaktermission erledigen. Da war ja irgendwie so ein Zeichen für eine Charaktermission. Können wir das machen? Weiß ich nicht, keine Ahnung, machen wir mal. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns halt in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.